soll jetzt das funktionieren? Nur ein bisschen enger zusammen, auch wenn ihr etwas kräftiger gebaut seid. Das sind wir gar nicht. Ich bin muskulös gebaut. Die drei Abteilungen, noch etwas, Dieter noch ein bisschen rüber. Die drei Abteilungsleiter. Komm her, von, bam. Von links nach rechts, Dieter Pietsch, Günter Schmidt, erster Abteilungsleiter, dritter Abteiler, drei Abteilungsleiter, Omas Törl, Thomas Röhrl. Die Saison ist zu Ende, zumindest in der Bezirksliga. Zwei Spieler verabschiedet, ein Trainer verabschiedet. Jetzt seid ihr gefragt. Ich frage jetzt nicht, ob ihr schon einen neuen Trainer habt. Ich bekomme sowieso keine Antwort. Also Arbeit angesagt, oder? Die Antwort ist ganz eindeutig, im Moment noch nicht. Klar, jetzt letztes Spiel, Bezirksliga Süd, Ära Dennis Gilg nach 4 Jahren geht zu Ende. Ganz schade. Schade, wir bedauern das sehr. Wir akzeptieren aber die Entscheidung aus privaten Gründen. Aber ich denke mal, in den 4 Jahren 4 Titel geholt, souverän Aufstieg in die Bezirksliga, 2-mal souverän den Klassenerhalt geschafft. Eine super Rückrunde. Eine super 13-14. Eine super Rückrunde gespielt und also absolut gilt unser Dank im Dennis für die letzten 4 Jahre und auch der Mannschaft für das, was sie in der Rückrunde jetzt hier noch abgeleistet haben. Aber kann man doch sagen, dass so die Galerie, wenn man so mal zurückblickt, Oktober, November, wo die Stimmen laut wurden, da ist nicht der richtige Trainer, der erreicht die Mannschaft nicht. In der Rückrunde hat man ihnen gezeigt, dass es nicht so ist, ne? Dass ihr an dem Trainer festgehalten habt. Da gab es auch nie eine Diskussion, wie ich weiß. Von unserer Seite aus gab es da überhaupt keine Diskussion. Ne? Das war nur die Stimmen von außen. Und wir haben gewusst, was er für Arbeit leistet. Und man redet sie von außen immer leicht. Aber man muss ja sehen, wir haben vor der Saison 8 neue Spieler geholt, die teilweise alle Stammspieler geworden sind, dass das von Anfang an nicht so ineinander greift. Die Rädchen, wie in meiner eingespielten Mannschaft, waren es auch klar. Und von unserer Seite aus hat das Trainergespann immer die Zeit gehabt, das so zu machen. Und in der Rückrunde hat man gesehen, dass das auch der richtige Weg war. Die Mannschaft hat zueinander gefunden, die Mechanismen haben gegriffen und der Erfolg hat sie eingestellt. Von unserer Seite war es nie eine Diskussion an der Position oder an dem Trainerteam irgendwas zu ändern. Also ihr müsst jetzt erstmal Trainer ersetzen und 2 neue Spieler, die ja auch gehen, aus Altersgründen, wo ich euch gesagt habe, mit 30, 32 in der alten Herren spielen. Aha, kann man doch sagen. Das ist okay. Noch kein Alter zum Aufhören. Es ist kein Alter zum Aufhören, aber man muss auch hier die Gründe akzeptieren. Amberger Christian geht nach Stuttgart auf die Schule 1,5 Jahre. Ist mit Sicherheit ein Riesenstress und wollte sie dann jetzt nicht nur dann unter Druck setzen, dass er sagt, ich muss Dienstag und Donnerstag immer im Training sein, um meinen Stammplatz in der ersten Mannschaft zu erhalten. Ich sage jetzt mal ganz frech, ich habe da so immer so meine Ohren am Puls. Ich habe gehört, es gibt schon Trainer, die sich bei euch bewerben. Ne? Das bleibt nicht aus. Das bleibt das ist doch unglaublich, diese Paparazzi. Ja, furchtbar, ne? Wenn man dann auch irgendwie so in der Öffentlichkeit so vorm Ü-Wagen. Wir sagen jetzt nichts dazu. Doch, ich sag schon was dazu. Das war nicht anders zu erwarten. Ich glaube, dass wir uns in den letzten Jahren hier ein gewisses Standing wieder aufgebaut haben, dass es erstrebenswert ist, für einen Trainer hier beim TSV Hornstetten zu arbeiten. Und deshalb wundert es mich nicht, dass mein Telefon steht nicht mehr still, aber dass sich da hier jetzt einige Trainer, die meinen, befähigt zu sein, hier diese Bezirksliga-Mannschaft zum Trainieren, bei uns gemeldet haben. Spricht doch für eure Arbeit. Spricht für unsere Arbeit und darauf sind wir auch stolz. Und wie gesagt, wir haben in den letzten 4 Jahren, sieht, wo wir herkommen sind. Wir waren kurz vor dem Abstieg von der Kreisliga in die Kreisklasse und spielen jetzt 5. Platz in der Bezirksliga. Wenn wir nicht die Vorrunde etwas besser gestaltet hätten, dann hätten wir auch vielleicht um die Aufstiegsplätze noch mitspielen können. Aber so gesehen ist die Entwicklung, die wir in den letzten 4 Jahren gemacht haben, absolut richtig und darauf können wir stolz sein. Und nochmal, wie gesagt, das ist auch zum großen Teil mit Dennis und Patrick Gilg verbunden, die in den letzten 4 Jahren hier bei uns auch dementsprechend den Zug hineingebracht haben. Lassen wir einfach mal so stehen. Ich gehe mal davon aus, dass deine Kollegen der gleichen Meinung sind. Oder ja, Dieter, willst du auch noch was sagen? Die kennen sie alle jetzt äußern nur. Es gibt, glaube ich, nichts dazu hinzufügen.
Thomas schweigt. Ja, sonst ist der Mann gar nicht so schweigsam. Nein, der Riga hat vieles gesagt, was absolut richtig ist. Ich denke, dass wir hatten schon mal einen Namen hier, das eine oder öftere. Wir hatten immer wieder eine Ära. Ich war selber bei der vorigen dabei schon, durfte jetzt nochmal mitmachen, in die Bezirksliga aufsteigen. Ich denke, der TSV Stetten hat einfach einen guten Namen in Augsburg. Das spricht auch für unsere Arbeit, was wir einfach machen, und dass die Trainer dann bei uns trainieren wollen, das spricht auch für die Mannschaft und für die Arbeit und für das ganze Umfeld, was wir hier haben. Also, aber ich fühle mich auch wohl bei euch. Das freut uns sehr. Nein, also das fühlen sich wirklich alle rundum wohl. Das ist klar, es ist mit viel Arbeit verbunden, aber das macht auch einfach Spaß, wenn man das dann sieht, was heute für ein Spiel war. Wieder einfach schön. Also, irgendwann wissen wir, wer der neue Trainer ist. Jetzt schauen wir erstmal auf den 7. Juni. Es gibt dann spielt auf alle Fälle einen neuen. Trainer ist richtig. Es gibt auf alle Fälle einen neuen. Jetzt schauen wir erstmal am 7. Juni. Da spielt die zweite noch. Abschlussfeier. Ja, und bis dahin wissen wir es mit Sicherheit. Das sollte man vielleicht auch nicht vergessen, wenn man uns die zweite Mannschaft anschaut und die dritte Mannschaft auch anschaut, die letztes Jahr Meister in der B-Klasse bzw. in der Kreisliga geworden sind. Absolut in Ordnung, und auch hier sieht man die Tendenz, wo es hingeht, und auch den beiden Mannschaften an dieser Stelle jetzt schon, die haben ja nur zwei Spiele, aber jetzt schon ein Riesenkompliment für die Saisonen, wo sie abgeliefert haben. Dann weiterhin viel Erfolg. Das sind die besten zwei Mannschaften, die wir jemals hatten, auf jeden Fall, von der Tabellensituation her. Bezirksliga ist vorbei, wir haben noch ein paar Spiele, oder eins noch, zwei, drei? Zwei. Morgen spielt die dritte, dann spielt die zweite und die dritte noch. Viel Erfolg für die neue Saison. Danke. Aber erstmal Pause machen. Ne? Danke. Wir trinken noch ein Bier zusammen. Ja, auf alle Fälle, Dieter. Ciao. Vielen Dank.